Hallo und willkommen zurück zu Satisfactory. So, ich forsche gerade mal an den Bären rum. Damit ich schon mal ein bisschen bearbeitet werden. Ich habe jetzt ist ein Upgrade-Teil hier reingepackt, damit das Ding schneller arbeitet. Das bringt uns genau, fast exakt an unsere Kapazität vom Strom. Also 39 Megawatt nutzen wir von den 40. Das ist knapp. Knappigaloppi. Ich hätte gerne stimmt, ich brauche den Raumlift. Gehweg, Teilmontage, Hindernisbeseitigung, Hilfsmittel. Biobrennstoff wäre schon wichtig. Das ist auch wichtig. Egal, Wände. Biobrennstoff ist effizienter. Besser wäre das. So, nehmen wir das. So. Sehr schön. Wollte vielleicht erstmal den Spacelift bauen, oder? Warte mal, wie viel kostet der? Spacelift, upsa. Upsasa. Du kostest. Kann ich mal hier hinstellen? Ja, genau. 500 und. Oh Gott. 1500. Vielleicht dann doch lieber erst. Alles andere? Was macht mein Beton? Nicht schlecht, nicht schlecht. Was macht mein Kupfer da hinten? Das soll, kann ich schon Dingens den mehr Energie? Ja. Biomasse Brenner. Okay. Den würde ich auf jeden Fall brauchen. Hier hinten für die. Was bist denn du da hinten, ey? Kann ich ja mal eine Rampe hinbauen? Dass ich nicht mal aus Versehen in die Grube fliege. Ja, viel besser. So. Ach, hier ist noch gar nichts gemacht. Whoopsie. Oh, halt. Dass keiner von denen arbeitet, ne? Ich könnte mir die auch gar nicht leisten gerade. Gut. Entsprechend sollte ich dann mal ein Biomasse-Dingens. Ja, auch nur mehr. Ja. Immer mehr. Ich auch direkt auf Kettensäge gehen, damit ich ein bisschen Holz bekomme. Bessere Stromproduktion. Schwierig. Ein bisschen sammeln. Ja, wäre, glaube ich, besser. Das heißt, wir wählen den mal wieder ab. Und bauen dafür. Bin ich richtig bei Hilfsmitteln? Kupfer. Machen wir gleich. Mache ich erst den Biomasse. Muss ich ja. Sonst habe ich keinen Strom. So. Oh, Mast. Ah, kein Kabel. Kabel. So. Angeschlossen.
Biomasse, go. So. Dann darf ich hinten Kupfer anschließen. Hoffentlich. Die Verarbeitung. Ja, sollte ich machen. Das. Oben. Mhm. Gut. Okay. So, ihr tut arbeiten. Oh nein, aber... Okay. Lass das. Aber... Hä? Warte mal. Warum? Bist du überlastet? Hab ich... Aber ich... Habe... Ich hab doch gerade noch 20 mehr. Ich hab den noch ange... Ist... Wahrscheinlich ist gerade der andere leer gelaufen. Oh, großartig, ey. Jo, natürlich. Das heißt, ich muss mehr produzieren. Ich habe hier Biomasse-Probleme. Gib mir die Effizienz, Effizienz, Effizienz. So. Das ist nicht viel. Aber für den Start schon mal ganz okay. Das hält nicht lange. Egal, wir müssen... Ah, halt, stopp. Danke. So, nächster Versuch. Hier die ganze, wow, Vorsicht, ganze Umgebung ab. Oh Mann. Okidoki, dann. Gut, hier ist ganz viel grün. Ist das eine Höhle? Ja, sieht so dunkel aus. Guti, guti. Holy shit. Können wir mal drüber bauen? Würde ich gerne tun. Ich habe genug Beton. Das ist gut. Fundamente, Fundamente. Ansetzen bitte. Yes. Sehr schön. Perfekt. Nein! Hm. So. Okay, also, das ist der Schmelzetyp. Ich brauche den Strukturtyp. Und Speichertyp. So. Sehr schön. Also Draht.
Da kommen die Kopfbarren geflogen. Hui. Und du musst angeschlossen werden. Glück, fertig. So, alles gut noch? Yes. Wie schaut's hier aus? Mhm. Okay. Gut, gut. Sehr schön. So, Produktion läuft. Dann noch schnell ein bisschen Biomasse noch herstellen, damit der eine Ding-Generator nicht wieder ausgeht. Uff, habe ich Kupferkabel besorgt? Nein. So, erstmal Nachschub. Auch gleich. Ja. Forschung. Rechtsklick war trennen. Ah. Eins. Ja, genau. Nehme ich mit. Abgeschlossen. Paleodictia breberries or paleberries can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. Mhm. Take them all. Okay. Fehlt eigentlich jetzt nur noch die Kupferdrähte. Sollten jetzt überall hier halbwegs genug haben. Ja. Völlig fehlt. Hui. Ich hier auch mal eine Rampe drüber bauen. Vielleicht. Rampe hoch. So. Ja. Das ist gut. Schön. Kann ich hier ein bisschen nachhelfen? Okay, dann schaffen wir das jetzt auch noch. Sehr gut. Kabel. Biomasse, Biomasse. Mhm. Zap, zap, zarap. Blöp. Boink. Milestone unlocked. Yay. Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure. Woohoo. Additionally, the biofuel blueprint will ensure improved fuel consumption of biomass burners. Additionally, you can now build the space elevator, which is integral to your contribution to project assembly. Yep. Das Stromnetz ausschalten hier und die Biomasse weiter verarbeiten. Biobrennstoff. Tingel, tingel, tingel. Okay. Etwa 100 für jeden. Bitteschön. Bitteschön. Bitteschön und kaboom. So. Produktion kann weitergehen. Was als nächstes? Was will ich forschen? Will ich erstmal... Die Logistik natürlich. Einmontage. Kettensäge. Oder
Ich wäre ja mehr für bessere Logistik. Logistik? Hm. Ja, doch, müssen wir. Müssen wir, machen wir. Wird so gemacht. Und dann können wir mal langsam anfangen, das Ganze etwas zu erweitern. Ich würde ja möglichst schnell dann irgendwann mal gegen Richtung Kohlegenerator gehen, weil ohne Power wir kacke und die Stromproduktion jetzt ist ziemlich nicht sehr zuverlässig, sag ich mal. Weil manuell und manuell ist gar nicht mein Ding. Hui. Das Ding ist überfordert, ich weiß, ich weiß. Das ist halt nicht so optimal. Mach hier unten wohl rein. Es glitzert. Da kommt er gerade wieder mit einem Low Animation. Platten habe ich noch nicht. Nicht schlimm und Kupferdraht muss ich machen. Weil der Behand einfach dreimal schneller geht. Nee, dreimal ist untertrieben. Wesentlich schneller. Fehlt noch, was fehlt noch? Platten. Will ich Platten selber machen? Nein, will ich nicht. Bist du schnell genug? Ich glaube schon. Nö. Will ich dir ein Upgrade geben? Ich glaube schon. In der Hoffnung, dass unser Stromnetz das aushält. Wie sieht's denn hier aus? 52. Ja, und ich gehe von 5 Megawatt. Ne, von 4 auf 7. 52, ja, das reicht. Das ist okay. That is okay. Blup. Besser. Viel besser. Ja. Gut. Achso, Kupfer kurz besorgen. Vielleicht sollte ich das jetzt schon machen? Nee, oder? Sie hierhin transportieren lassen. Nee, dafür brauche ich ganz viel Platten. Hm, schwierig. Eher schwierig. So. Quadrat, massenweise, lalalala. Direkt ein bisschen Biomasse. Bio, Bio, Bio. Oh, Bio ist für mich Abfall. Hey. Das und... Platten fehlen. Ja, 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 ja. Gimme, gimme, meine Lidders. Oh. Meanwhile. Milestone reached. Conveyor belts can now merge and split to increase the complexity and efficiency of your factory. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization.
Das haben wir auch. Barrel nuts can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. Mhm. Fleisch analysieren und ja, Biofuel abgeben. Den schwächsten 42, 80, 80. Zack. Gut. Okidoki. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, ey. Huf. Huf, huf, huf. Tja, Vielleicht bei den Stangen? Eigentlich eher bei den Platten, weil die müssen allererst optimiert werden. Wie schaut's denn hier aus? Bist du voll? Nicht ganz. Du produzierst ein bisschen mehr, als du verbrauchst und du... Hier kann man nicht viel optimieren, außer noch eine weitere Erstader zu erschließen. Oder dich overclocken. Entschuldigung. ja. Warum haben wir so Kackerzadern? Ist doch echt scheiße. Warte mal, es gibt noch mehr hier, das weiß ich, aber ich weiß nicht wo. Was bist du eigentlich für ein cooler Bogen? Da unten. Da unten. Da würde ich gerne mal hin, aber ich glaube, ich würde mich fürchterlich verlaufen. Man kann schließlich da hin, weil sonst wird es ja keinen Sinn machen, dass man da hingehen kann, wenn man nicht wieder zurückkommt. Das ist meine Kohle. Kohle, 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 Kohle. Achso, wir können mal nach Eisen scannen. Ja, ja. Wie sieht's mit der Seite aus hier? Ja, die habe ich doch schon. Ofnuss. Schade. Das ist problematisch. Das ist verdammt weit. Da ist nochmal Kupfer. Vielleicht nicht ohne das Ding dagegen laufen. Meine? Die drei. Oh, da ist noch das Singen. Mut. Zwei Eisenadern hier. Die könnte ich dann halt nach Hause transportieren über. Conveyor. Hat 3 Milliarden Conveyor. Du bist normal. Normal. Okay. Gut, machen wir das, ha? Spaß. Oh Mann. Kaboom. Auch Dingens. Okay, dann muss ich erst. Robot bauen. Und wir sind hier genau Richtung diesen Berg da. Gehen wir hin. Immerhin sind hier nicht ganz so viele Viechers.
erstmal gut. Weniger Tiere, die wir umsiedeln müssen. Haha, umsiedeln und so. Upfa. Mhm. Das heißt, ich brauche 1 Million Platten. Ungefähr. Oh je, oh je, oh je. Guti, so. Den kleinen Kabel. Mhm. Kein Miner bauen. Hier sind hier die Platten. Plattens. Ich brauche es generell 1 Million Plattens. Plattens, Plattens, Plattens. Zwei reichen mir. Ja. Dann brauche ich genug Zeugs für die Produktion. Nein. Nein. Ja. 2 Miner. Und 1 Milliarde Conveyor Belts. Ja, ich habe genug. Den Berg da. Waldrodung, lalala. Passt schon. Ich hoffe, das kostet nicht ganz, obwohl es wird extrem viel kosten. Wir werden sehen, ob es sich lohnt, aber na, wahrscheinlich schon. Gut, fange ich mit der an? Ich fange mit der an. Ich kann schon mal bauen. Ja. Es ist nicht so teuer, wie ich dachte. Was ziemlich krass ist. Kurz aufräumen. Weg, 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 weg. Alles weg. Ha? So. Weiter geht's. Will ich es oben drüber bauen? Okay. Keine Eisenplatten mehr. Aber wir kamen doch recht weit. Schön. Hui. Aha. Gut, gut, gut. Bisschen wenig. Nun denn. Wie ich schaffe das Ding hier hinzupacken, dann kann ich da noch eine ordentliche Produktion hinstellen, weil hier so schön viel Platz ist.
Direkt hinter dem Kupfer. So, da ist mein Fließband. Muss hier hin. Jetzt muss ich es hoch. Control? Nee. Wie kriege ich es jetzt hoch? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Drücken, halten? Nee. Das war nicht korrekt, aber... Okay. Da muss ich erst das Ding bauen. Ja, genau. Das ist allerdings zu steep. Too steep. So, vielleicht? Nee. Ungültige Form? Vielleicht hier schon so ein bisschen erhöhen? Oh? Ja, schon besser. Kurz einmal nach hier führen. Ja. Nee. Oh, oh, stop it. Genügend Freiraum. Genügend Freiraum. Nee. Nur aber. Yes. Direkt hier hin. Oh, oh, oh. Du. Oh ja. Na gut. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus, ne? Dann werden wir nächste Folge alles weiter hier hinführen und eine weitere große Eisenweiterverarbeitungsstraße bauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.